Was geht ab, Leute? Junge? Ich bin erstmal mir einen Bubble Tea gönnen. Neuer Laden hat aufgemacht. Das Komische ist, gleich daneben ist schon ein Laden. Der hier. Aber der hat irgendwie anscheinend zugemacht und gleich daneben hat ein neuer aufgemacht. Also den gönnen wir uns jetzt erstmal. Den ganzen Stress erstmal ruhen lassen. Wir haben jetzt zwei Bubble Tea angedreht. Also ihr wisst, Arsa Milk Tea ist mein Standard, den teste ich eh bei jedem. Und ihr wisst, auch mit Eis mag ich eigentlich nicht, aber wie gesagt, ich habe es auch wieder verplant zu sagen. Die waren ein bisschen im Stress, was gut ist, weil die haben seit gestern offen. Und Stress ist viel Kundschaft, ist immer gut. Den testen wir gleich und die hatten so eine Aktion, wo der zweite fast umsonst ist, deswegen habe ich mir auch gegönnt. Was aber interessant ist, ich habe gesehen, dass die auch ein Special haben, Vietnamese Coffee. Den müssen wir auf jeden Fall testen. Was ich jetzt mit dem zweiten mache, habe ich keine Ahnung, Digga. T-Motion. Ihr wisst, Vietnamesen unterstützen. Jeder Bubble Tea Laden in München ist von Vietnamesen, außer zwei. Außer drei, ne? Teepause, Tea Time und Teeseele. So, schauen wir mal. Sehr milchig und sehr wenig Zucker. Sagen die, ist leider das schlechteste bisher, den ich jemals getrunken habe. Ja. Aber ich habe auch nicht gesagt, wie viel Zucker ich haben will. Ich fühle Nico, oder? Wir haben gestern bis 3 Uhr oder so gestreamt und der ganze Rhythmus von mir ist K.O. Also ganz komplett auf den Kopf gestellt. Ich bin echt müde. Alter Mann, Nico sagt immer, er ist alter Mann, muss hier nur schlafen, aber ich fühle ihn. Ich gönne mir jetzt erstmal eine kleine Auszeit. Der ganze Stress der letzten Tage, Digga, echt keinen Bock mehr drauf. Und es geht auch weiter, also ein Kollege ist verschollen, sein Name ist Marvin aus der Telegram-Gruppe. Das ist ja unsere Community. Das ist nicht nur Finanzen, also wenn ihr da einfach vorbeischauen wollt und mit uns chillen wollt. Und eines Tages war der weg, raus aus der Gruppe, keiner hat gecheckt wann, wo, wie. Irgendeiner wollte ihn markieren und ging nicht mehr. Und dann haben wir herausgefunden, dass er nicht mehr in der Gruppe ist. Einer der Aktiven dort und die anderen, der aktiven Jungs dort, haben versucht ihn dann anzuschreiben, aber bisher keine Antwort bekommen. Also aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, also es gab keine Streitereien, gar nichts. Also ich krieg nicht alles mit, aber das, was ich überflogen habe, also da gab es keine Streiterei, kein Beef, kein... Einfach aus dem Nichts ist Marvin verschwunden. Jetzt beginnt die Suche nach Marvin, Leute. Wir müssen Marvin zurückbringen. Marvin, wo bist du heute? Was ist da los, Marvin? Kleine Side-Story, Leute. Also gestern war ja Chong am Start. Also heute Hong, ich habe einen neuen Coin und so. Muss ich dir zeigen, off-Chat und so. Hat er so auf den Zettel geschrieben oder auf den Zettel gehabt, als Erinnerung, wie der Coin genau heißt. Schiebt ihn mir so rüber und dann lese ich ihn. Es war einfach Chaya-Coin. Das ist der, von dem ich euch vorgestern berichtet habe. Derselbe Coin, wo der Kollege aus Pokémon Go mich empfohlen hatte, mir empfohlen hatte, hey yo, check den mal ab zum Minen, weil das ist Proof of Space anstatt Proof of Stake und Proof of Work. Also Chong hat da irgendwie was missverstanden. Er meinte, der Coin ist erst ein paar Cent wert, aber der Coin ist irgendwie schon 1500 Dollar wert. Also keine Ahnung was, aber war witzig, dass es derselbe Insider-Tipp war. Dementsprechend, keine Ahnung, schaut mal Chaya-Coin an. Ich komme hier Abendessen, Cayenne. Ich hatte eigentlich Bock auf Korean Fried Chicken, aber habe keinen Laden gefunden, der mir jetzt getaugt hat. Und den hat auch schon mal ein Zuschauer vorgeschlagen. Nicht nur einmal, sogar schon öfters. Hong, check den ab und so. Hatte ich irgendwo auf meiner Liste, aber jetzt, ich weiß nicht mehr, was das war, aber jetzt mache ich es endlich für dich. Saftig essen. Ich hol's mit nach Hause. Den Bubble Tea habe ich auch immer noch. Okay, das ganze Eis ist schon geschmolzen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, was das war. Das müssen Frühlingsrollen sein. Oh yes. Und das ist einfach Reis mit Chicken. So, was war das hier nochmal? Ah, Tofu. Stimmt, ich liebe Tofu. Gruß geht raus an den Zuschauer, der mir das vorgeschlagen hatte. So, die Frühlingsrolle. Sieht aus wie von zu Hause.
Noch schön knusprig. Das ist ja ein Monster, Alter. Zufällig auch gestern ein paar Food-Blogger, die ich kenne, das sind so zwei Mädchen aus München, zufällig auch davon oder dafür Werbung gemacht, weil bei denen ist alles Werbung. Alles, also. Das langweilt mich auch ein bisschen an der Food-Blogger-Szene. Du weißt gar nicht mehr, was gut ist und was nicht, weil echt alles nur wegen Werbung und Hype. Wie letztens dieser Sandwich-Land, der echt schlecht war. Meiner Meinung nach natürlich persönliche Meinung. Und jeder von den Foodbloggern will natürlich die anderen nicht verärgern und dies, das, die Szene. Und halt dahin gehen, wo alle sind, wo es gehypt ist, obwohl es halt gar nicht gut ist. Deswegen, und auch die Mädels, zwei netten Mädels, aber alles von denen ist gekauft, alles ist eine Anzeige, alles ist Werbung, Kooperation. An sich kein Problem, weil die Leute müssen ihr Geld verdienen, aber wenn ich eine Food-Empfehlung haben will und ich kann mich nicht drauf verlassen, weil ich weiß nicht, ob das gekauft ist, ist schon nervig. Daily Vlog wird geschnitten. Ich bin spät dran, es ist schon 8. So, ich habe euch gesagt, ich habe noch ein Paket. Das zeige ich euch. Das ist es. So heißt die Firma Mutzabrik. Und da kann man, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Foto schießen, das dann da irgendwie einscannen, hinschicken, irgendwie sowas. Und dann kann man so eine Art Puzzle mit Baustein von dem Bild machen. Ja, finde ich ganz cool eigentlich. Ich puzzle gerne. Das ist ein endloser Baukasten aus euren Fotos. Ein endloser? Okay, krass. Man kann unendliche Male neue Bilder mit neuen Fotos schaffen. Okay, geil. Link ist in der Beschreibung, Kooperation, mehr dazu demnächst. Mein Gott, Tony Ferguson, Alter! Ihr wisst Bescheid, einer meiner Lieblingskämpfer. Aber er hat die letzten zwei Male verloren und heute entscheidet es sich, ob er überhaupt noch am Start ist oder ob das das Ende seiner Karriere war. Jeder, der UFC verfolgt, es gab mal eine Zeit, wurde er betrachtet als einer der Besten und ein Kampf gegen Khabib Nurmagomedov wäre der krasseste Kampf in der Geschichte der UFC gewesen. Ist 4, 5, 6, 7 Mal nicht passiert. Einer dieser Kämpfeversuche ist gescheitert wegen Corona. Der Kampf war safe um den Titel gewesen, die zwei krassesten Leichtgewichte aller Zeiten in der Geschichte der UFC. Und dann kam Corona. Eine Weltepidemie musste kommen, damit dieser Kampf schon wieder nicht stattfindet. Danach hat Tony verloren und der Kampf wird niemals stattfinden. Echt mega, mega traurig. Aber alle, von denen ich wünsche, dass sie gewinnen, verlieren immer. Das ist immer so. Also immer auf die setzen, die gegen meine Favoriten kämpfen. Aber ja, das war ein kurzer Tag heute, nicht viel passiert. Das ist einer dieser Tage, wo schnell der Tag vergangen ist. Ihr wisst Bescheid, Leute, gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, Krypto, dies, das.